Ich kenne ja Pascal Klennert immer in Verbindung mit herrlich blühenden Hibisken. Ihnen geht es vielleicht auch so, aber Pascal, in deinem Hibiskusherz haben noch andere Stauden Platz. Du hast deine Lieblingsstauden mitgebracht. Lass mich mal kurz einteilen. Ich würde hier sagen, hier geht es über das Blatt. Hier geht es zur Trockenheit und dort dürfen sich auch Balkongärtner freuen. Bin ich schon mal richtig grob? Klingt, da liegst du richtig. Also mit den Pflanzen und den Lieblingen bei mir, das ist immer so eine Sache. Mhm. Ich habe viele Lieblinge, aber heute habe ich was Besonderes mal mitgebracht. Was ist das? Das ist der Persicaria filiformis. Ich sage es ganz einfach auf Deutsch. Der fadenförmige Knöterich. Mhm. Eine, wie du schon sagst, super schöne Strukturpflanze, Blattschmuckpflanze, welche bis zu einen Meter groß wird, treibt im Frühjahr ein bisschen später aus, holt das im Sommer aber ein. Und wenn er nicht blüht, eben diese neckige Zeichnung. Die Blüte wird man hier aus diesen dünnen Mäuseschwänzchen. Mäuseschwänzchen, genau, wird die entstehen. Ja. Und zwar ganz kleine, feine, rote Blüten an diesen dunklen Stängeln. Schaut bis zum Frost Hammer aus und im Winter, selbst da, ist das immer noch eine schöne Struktur. Wo würdest du den hinsetzen? Sonne oder Halbschatten verträgt auch Konkurrenz durch Sträucher und Gehölze. Wir gehen weiter zum nächsten. Also man sieht schon hier an dem dicken Blattwerk, also hier wird schon mal richtig Hitze vertragen. Genau, fette Henne, ein Klassiker. Das ist jetzt die Sorte bzw. die Pflanze Sedum Telephium Sanderhead, eine neuere Züchtung auf dem europäischen Markt. Also werden auch viele noch nicht kennen in dieser violettroten Blüte. Ist wirklich mega, diese Farbe. Genau, das ist ein Klassiker für die Sonne. Richtig robust, verträgt sehr gut die Trockenheit, da das ja ein Xerophyt ist. Das heißt, die speichern letzten Endes die Flüssigkeit, das Wasser in ihren Blättern. Und kommen auch so mit langen Trockenperioden zurecht. Was passt hier gut dazu? Zur fetten Henne definitiv immer viele feine Gräser, Mädchenhaargras und so weiter und so fort. Gibt es viele feine. Oder eben auch, weil wenn die im Herbst jetzt ab August, September und Oktober blühen, gerne was davor schon blüht, dass sich das so ablöst. Du hast auch was für Balkon- und Terrassengärtner auch mitgebracht. Was ist das Besonderes? Das genau. Habe ich noch nicht gesehen. Das ist ein hopfenblütiger Oregano. Aha. Oreganum rotundifolium Amethyst Falls, was für die Sonne, mag Trockenheit und echter Blickfänger mit den Blüten. Geht im Kübel ganz unkompliziert auch? Genau, darf man als Kübel- und Balkonpflanze und auch im Kasten halten, überwintert auch. Pascal, besten Dank für diese Tipps.